Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des FIFA 15 Pack Openings, Episode Nummer 32. Mittlerweile heute gibt es wieder Highlight Pack Opening und zwar für diese letzten 6000 FIFA Points, die ich hier gerade noch auf dem Account drauf habe. Das Team der Woche immer noch mit diesen Topstars hier, Sanchez, Benzema und Higuain, auch wenn für mich der Topstar ja wer anders ist, und zwar der Keeper Ron-Robert Zieler, der ja auch in der neuen Serie aktiv ist. Deswegen, ja, würde ich den ganz gerne natürlich auch nochmal als First Owner haben. Ob das funktioniert, werden wir heute herausfinden. Natürlich auch Matuidi noch ein sehr interessanter Spieler. Eto'o ist auch nicht schlecht. Kann man alles mal machen. Wenn ihr selber Packs öffnen möchtet, schaut bei Kinguin vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Günstiges PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben und so weiter und so fort. Und wenn ihr ein Headset braucht, dann schaut bei Sennheiser vorbei. Auch dazu ist der Link in der Videobeschreibung. Auch damit könnt ihr mich unterstützen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und lasst ein Like aufs Video da, wenn es euch gefällt. Auch das ist eine riesen Unterstützung für mich. Gut, erstes Pack wird, wie immer gezeigt, Higuain drauf. Die letzten Episoden waren relativ erfolgreich, nicht so krass, oder? Schaut's nach. Auf dem Kanal könnt ihr die beiden Videos finden. Und Higuain, ich weiß nicht. Der hat zwar letztens Glück gebracht, aber ich will... Na, komm. Da, ah, gut, haben wir was mit Messi. Ich wollte Griezmann haben, aber auch gut, mit Messi vorne drauf. Erstes Pack der Episode und Quintero. Naja, gut, das Ganze hin und her wackeln, nichts wackeln. Wackeln. Das Ganze hin und her wackeln jetzt nichts gebracht, aber war ja nur das erste Pack. 5800 FIFA Points bleiben ja noch. Und ja. Ab geht's. Oxlade-Chamberlain ist der erste Spieler, mit dem man halbwegs was anfangen kann. Ist natürlich jetzt nicht so krass, aber ich mag ihn sehr. Deswegen werde ich, glaube ich, mal das drin lassen. Ist einer meiner Lieblingsspieler. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, welches ist euer Lieblingsspieler von Arsenal? Meiner ist Alexis. Nein, Spaß. Alexis ist ein sehr geiler Spieler, den ja sehr viele feiern, aber mein Liebling von Arsenal ist eigentlich wirklich Oxlade-Chamberlain. Ui, Ivan Rakitic direkt im Pack danach und Subotic. Das ist mal ein anständiges Pack, kann man auf jeden Fall so machen. 83er Rating und 82er Rating. Dazu noch Gaston Ramirez. Warum habe ich eigentlich Rakitic draufgestellt? Ich hätte den Verein speichern sollen. Na, wenn ich sowieso bald ausmiste, ist es egal, aber trotzdem. So, Subotic. Und komm. Das ist jetzt, glaube ich, das 10. Mal oder so in diesem Pack-Opening, dass ich Subotic ziehe. Also, natürlich nicht das 10. Mal, aber trotzdem. Der ist dauernd da. Ich glaube, ich musste mal diskarden. Einfach, um ihm zu zeigen, wo es lang geht. Wie viel ist ein Subotic wert? Ist es schlimm, wenn ich den diskarde? Ja. Irgendwie schon. Roberto Soldado. Ein Spieler mit einem vernünftigen Rating, aber auch überhaupt nichts wert. Ist ja auch extrem schwach geworden letzte Saison. Also gewesen letzte Saison. Vorletzte weiß ich es gar nicht, ob er da überhaupt schon bei Spurs war. Ich glaube, er war noch bei Valencia, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war der auf jeden Fall auch schon mal deutlich besser, als es mittlerweile ist. Schalala, schalalalala, Didi Yakunan, Yakunan, Didi Yakunan. Also irgendwie haben wir es mit serbischen Innenverteidigern. Das ist auch schon das zweite, dritte Mal, dass ich das passe. Ich habe die ganze Zeit noch an ihn gedacht. Ich habe vorhin Caballero gezogen und dachte mir, warum nicht Agüero? Und jetzt ist es Agüero, Mann. Zwar zwei Tage zu spät, weil er jetzt nicht mehr in Form ist, aber trotzdem, ja, Mann. Oh, ist das geil. Und ich trinke so und denke mir so, komm, passiert eh nichts. Ah, oh, scheiße, ist das geil. Ui, Mkhitaryan, nochmal ein sehr, sehr netter Spieler. Ist momentan... Ja, ich würde jetzt nicht sagen, einer meiner Lieblingsspieler auf jeden Fall. Ob wirklich mein Lieblingsspieler in FIFA, würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall sehr... Was war das denn jetzt? Auf jeden Fall sehr nah dran, wenn man vergleicht die Statistiken. 42 Spiele, 31 Tore, 20 Vorlagen. Das ist schon nicht schlecht, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Der ist echt stark dieses Jahr. Oh, Romelu Lukaku. Und, oh, ich dachte gerade, es wäre Agüero, aber kann ja gar nicht sein. Aber trotzdem, da seht ihr diesen Troll. Diesen Troll, wollte ich sagen, nicht diesen Troll. Auch wenn Caballero ein Troll ist. So, Lukaku auch nochmal 3, 4K.
Das ist ein solides Pack-Opening. Ich kann mich absolut nicht beschweren. Das ist 10-mal besser, als ich erwartet hätte. So, 6 Packs verbleiben noch. Ich werde jetzt nochmal einen richtigen Kracher haben. So einen richtigen. Sag mal so ein Aguero, so ein Ibra jetzt. Komm, wir haben jetzt Falcao, Aguero, jetzt kommt noch Ibra. Nein, aber Sanja. Ben Yedda! Yeah. So, Freunde, wir sind beim letzten Pack dieses Pack-Openings angekommen. Es war sehr, sehr erfolgreich. Wenn ihr die anderen Parts noch nicht gesehen habt, schaut auf den Kanal. Da sind die auch noch zu finden. Im letzten Pack gibt es nochmal Las Bangura, also einen Mann aus Mali. Nichts mehr Besonderes. Joel habe ich im letzten Pack schon gezogen, aber gut. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst für Aguero einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.